Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Lost and Damned. Wir haben beim letzten Mal ein Rennen gemacht und waren bei The Angels of Death und haben da mal ein bisschen aufgeräumt. Und während der Fahrt nach Hause habe ich nochmal zwei Nachrichten bekommen. Wo laufe ich überhaupt lang? Na egal, von Billy. Trifft dich mit Liz Torres. Sie könnte ein bisschen was von der Scheiße absetzen, die wir hier gefunden haben. Wenn das klar geht, hol das Zeug von Brian von der Eichen Avenue ab. Okay, also mit Liz sollen wir mal reden. Oder mit ihr treffen. Und eine von Jim. Haha, Johnny. Ich habe dir einen Link zur Website der Poser geschickt. Guck dir das mal an. Ja. Das gucke ich mir später an. Wo bin ich hier überhaupt? Verdammt, wo bin ich hier reingeraten? So. Gut, hätten wir das auch wieder erledigt. Ich würde sagen, dann rufen wir mal diese Liz an. Haben wir die hier drin? No. Ich schau mal ganz kurz, was ist denn E? Elisabeth. Ach, Elisabeth, die kennen wir doch noch. Was mache ich denn jetzt? Ich will ein Taxi. Ist ein Taxi? Oder Moment. Ich gehe mal zu dieser Website. Gehen wir mal ins Internetcafé. Und schauen uns mal diese Website an von den Posern. Und dann gehe ich zu Elisabetta, aber mit dem Taxi. Geht dann doch ein bisschen schneller. Erstmal richtige Mucke einstellen. Was jetzt wieder schon zu spät ist, aber egal. Was machst du da für eine Stellung? Na egal. Naja. Haben wir die Website jetzt direkt angezeigt? Oder. Ah, Mates. Wir haben 5 Mates. Von Ashley, eines Tages. Ach Gott. Soll ich das vorlesen? Ja, keine Ahnung. Schreiben wir mal freundlich zurück. Unsere Welt ist abgefuckt und wir gehören da rein. Ich bin dein Freund und nicht mehr. Also haben sie wohl Schluss gemacht. Ach Gott, ey. Ja, das mache ich mal später. Ah, das ist die Seite, die er uns geschickt hat. Just the facts. Support, items, questions and answers. Gehen wir mal Just the Facts. In San Andreas. Started in San Andreas 1949. Wann spielt GTA San Andreas? In welchem Jahr? Moment, ich schau das mal ganz kurz nach. Ich hab das hier noch stehen. Steht das da, wann das spielt? In welchem Jahr? Den frühen 90ern, ja. So, vielleicht trifft man die sogar in San Andreas, weiß ich gar nicht. Naja. Süß. Was sind wir hier? Bah, ist ja ekelhaft. Ja, okay. Questions and answers. Why are all your members white? Achso. So far only white men have stood up to our strict standards. Also Schwarze sind da oder haben da noch gar nicht nachgefragt, da reinzugehen, glaube ich. Where is my new charter? Bla 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 bla, ist ja unwichtig. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, Spam. Auch Spam. So, dann schreiben wir hier noch kurz freundlich zurück. Dann haben wir das auch abgehakt. Und 5 Minuten verplempert. Für nichts. Naja. Dafür wissen wir jetzt, wie ein Chopper aussieht. Von den lieben Leuten hier. Können wir uns hier... Naja, das sind genau die gleichen.
Wir brauchen nichts mehr. So, jetzt hoffe ich nur, dass hier ein Taxi ist. Da hinten ist eins. Verdammt, das muss ich bekommen. Noch ist es nicht weg. Ah, nehmen wir uns jetzt das hier. So. Und rein da. So, wir fahren zu Elisabetta. Das war diese Dealerin, die Nico irgendwann mal getroffen hat. Über wie ist sie noch? Die Freundin von Roman. Haben sich da ja vorgestellt. Ihr kennt es wahrscheinlich noch. So. Dann mal schauen. Bin ich jetzt einmal gespannt. Buyers Market. Hey, Johnny! The big bad biker man! Liz Torres, the meanest bitch in Bohem. Ach, das ist Liz. Shit, I'd let you kiss me, but I'm afraid you'd stick a knife in my back while I was doing it. You wouldn't be the first man I tried that trick on, sweetie. Yeah, I heard the stories. Listen, I also heard you got somebody for that brown. Maybe. There's an apartment on Cassidy Street in Shoveler. You go upstairs and talk to Charlie on the third floor. There any heat? When isn't there? I got a new guy going along with you. He's from Eastern Europe somewheres. The heat's coming from Charlie? Use this slothered motherfucker to help. But if it's him, you know what you gotta do. Well, either way, it ain't coming back to you, Liz. Hey, you know Playboy? He's going along too. Hey, Playboy! Yo, chill for a second, Joe. Nah, not really. Don't you want to dance? No, I'll just sit right here and wait for your boy. The wrong just filled with cocaine and the asshole soon follow. Hey, Johnny! Yo! Come over here. Come here. Yeah. Nico, this is Johnny. Now, Johnny is sitting on a big pile of heroin. I don't go near this stuff. Professionally. But I found him a buyer. We're nervous. Will you oversee the deal and check everything is full? Sure. Thank you. Well, I gotta go pick up the stuff. So, see you there. Bye. Hol das Paket von Brian. Okay, es ist also jetzt eine Mission, die wir schon kennen aus dem normalen GTA 4. Allerdings jetzt ein bisschen fortgeführt aus einer anderen Perspektive. Das finde ich doch mal ganz interessant. Hoffe, dass es das in Gaytoni auch noch geben wird. Ich wurde übrigens schon wieder gefragt, ob ich das noch mache. Und ich habe es jetzt bestimmt schon zum 5. Mal gesagt. Ja, ich mache danach auch Gaytoni. Und wenn mich nochmal einer fragt, dann hat er nicht aufgepasst. Ja, so ist es nämlich. So, ich möchte keine Maut bezahlen, also fahre ich hier durch. Müsste gehen, ja. Schön. Gut, dass man hier oft mit Motorrädern fährt. Spare ich mir wenigstens die 5 Dollar. So, da schaue ich mal, wo ist denn der Brian? Gut. Ich habe Brian, ist denn das? Irgendwo erkenne ich einen Brian. Ich kann ihn aber keinem Gesicht zuordnen, wenn ihr wisst, was ich meine. Naja, sehen wir gleich. So. Hier ist es. Ach, der Brian ist das. Aus unserer Gang. Give me that shit, man. We got a buyer. I don't know why Billy got you to handle this. Not me. I mean, what's up with that, huh? I guess your semites are good at sniffing out a deal. Ain't that right, Johnny? We didn't get you because Liz Torres and any other two-bit hustler on the street would take you for the little pussy that you are. And rob you blind. But give me that shit. See you around, big guy. Wirklich zum Gebäude. Okay. Wo war das jetzt schon wieder? Na, es ist ja nicht ganz so weit entfernt. Gut. Ja, danke. Naja, gut. Das FHQ ist auch schon fertig. Das ist für ein 1000 Abonnenten-Special.
Mal schauen, weil ich die 1000 Abonnenten erreiche. Vielleicht sogar noch bevor ich dieses Video hier hochladen muss. Naja. Das Apartment ist im zweiten Stock. Ich zieh mal lieber die Waffe. Ah, okay, hier ist das. Ja, das kennen wir noch, das Gebäude. Normalerweise ist man doch hier mit Nico reingegangen, ne? Genau. Erinnert man sich vielleicht auch noch, da ist man mit Nico hier reingegangen. Und dann waren hier die ganzen Bullen. Beziehungsweise die Käufer in Anführungsstrichen. Warte hier auf Nico und Playboy X. Da kommen sie jetzt. Yo. Hey, man. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Was stand da im normalen GTA 4 auch, der Johnny? Hey. Der war doch gar nicht dabei, on, oder? What's going on? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. How weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Ich kann mich echt nicht daran erinnern, ob man beim normalen GTA 4 hier Johnny dabei hatte bei der Mission. Glaube ich nämlich nicht. Naja. Hey, hinter mir ist auf jeden Fall keiner. Die Katze. Die Katze. Die Karte blinkt voller Polizeisymbolen. Shit. Bisschen zu hoch. So. Dann gehen wir jetzt mal aus der Deckung. Und suchen uns mal noch ein paar Bullen, die Stress haben wollen. Okay, hier ist keiner mehr. Gehen wir mal auf den Gang. Oder auf den Flur. So, nach oben. Da liegt schon ein Toter. Die anderen sind wahrscheinlich schon oben. Oder schon unten. Muss ich nach unten? Ich muss nach unten, verdammt. Ja, blöd. Der rennt auch, glaube ich, nicht so schnell wie Nico. Kann das? Kommt mir zumindest so vor. Wo wurde ich abgeknallt? Von da. Ihr wagt es. Na komm, zeigt euch. Na komm ich halt runter. Die Waffe aber auch so kaum verzieht, ey. Hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich ihn nicht sehe und auf diesen Punkt schieße, dann schießt er auch wirklich nur auf diesen Punkt. Und nicht so ein bisschen weiter weg. Das ist doch ein bisschen blöd auch. Ich glaube, ich nehme mal die SMG. Davon bekommen wir gerade so viel Muni. Werd die Cops los. Gut. Nehmen wir uns am besten unser Motorrad. Oh verdammt, 3 Sterne. So, und jetzt abhauen. Einfach in irgendeine Richtung.
Okay, dann störe ich mal nicht. Aha. Scheiße. Warum hängst du da fest? Nein. Oh, Johnny, jetzt verreckt er mir da auch noch, ey. Was bist du denn für ein Motorradfahrer, der sich von seinem eigenen Motorrad überrollen lässt? Und sich dann auch noch einklemmt. Ich könnte jetzt auch rein ein Medipack holen, aber es dauert zu lange. Bis dahin gammelt schon wieder die ganze Polizei vor der Klinik. Habe ich erst recht kein Leben mehr. Mal kurz die Karte öffnen. Wir müssen tendenziell sowieso nach links, also fahre ich jetzt auch links. So, fahren wir mal hier hoch. Wir zücken schon mal unsere schöne Schrotflinte. Boah. Nice. Schauen wir mal kurz auf die Uhr. 16 Minuten haben wir. Mach ich mal den Unschärfe-Modus an. Einfach mal so. Es läuft dann irgendwie auch ein bisschen flüssiger, zumindest konstanter. Naja. Boah. Shit. Okay, da sind wir gleich aus dem Gebiet raus. So, und jetzt hier. Was liegt da? Ist egal. So, und jetzt hier verstecken. Gut, haben wir geschafft. Nice. So, Elisabeth haben wir jetzt auch als Freund quasi hinzugefügt. Und ja, wir rufen schon direkt an. Ich markiere uns mal kurz das Zuhause. So, Johnny, are we rich? No, Billy, we're not. What we are is under observation by some kind of LCPD drugs task force. Fire with a pig. Hell, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another fire's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a congressman needs your help. Tom Stubbs the third. I told you keeping that lawyer around would have its uses. This guy's at one of the dumbass gentlemen's clubs in Algonquin. The kind without tits. The jousters. Politicians and lawyers? What are we becoming, man? Next thing you're gonna tell me we're doing some shit kicking for the LCPD. It's just opposite the Libertonian. Go pay him a visit. If you're still thinking about your brothers and not just your own ego, that is. So, da haben wir auch noch kurz mit Billy gesprochen. So, wofür steht jetzt das S? Zu Stubbs. Den haben wir auch hinzugefügt. Keine Ahnung, wer es ist. Gut, ich beende dann hier schon mal die Folge. Ich fahre jetzt noch so nach Hause. Was ist denn für eine Karre hier? Sieht irgendwie geil aus. Sieht aus wie so ein ganz alter Golf. Naja, soll vielleicht auch einen erstellen. Ist ja auch egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao. Liz Torres. Hey, what's good to see you, Johnny? Yeah, only problem was your friend, the UC. He nearly blew my ass off. How's your fancy European friend working out? Okay. It seems like maybe he's the only guy in the city not working for the state. Him and the lost MC. Me and the brothers are tight. I hope so, for your sake, Johnny, you know. See you soon, baby, huh? Wow, das war jetzt wichtig. Dafür müsste ich die Pause, Aufnahmetaste nochmal drücken. Egal. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.